So, wir sind im Halbfinale. Bei mir umgekehrt, mein Vater ist mies entspannt und meine Mutter überhaupt nicht. Seit, ja. Bei ihm anders, ne? Bei mir Mutter extrem entspannt, ja. Bin ich auch sehr froh, dass ich. Ich kann hier eigentlich ehrlich gesagt selbst machen, was ich will, aber. Ich kann hier genießen, alles machen, ja. Was brauche ich denn jetzt? Komm, wir brauchen African Queen. Oh oh. So, boah, das wird ein Baba-Kopf jetzt, ja. Ich sehe es jetzt schon, der Kopf wird brutal. Ich glaube, ich sollte in einer Shisha-Bar arbeiten, ja. Perfekt, ne? Einfach perfekt. Halt den Kopf irgendwie voll. Kokain. Hä? Wo ist das Ding? Da. Shisha-Bar Schwarzarbeit, ja klar. Die meisten arbeiten in der Shisha-Bar Schwarz. Man kennt's nicht anders, ja. Aber warte mal, Impact! Herr Stark. Safe nur arbeiten, wenn ich aber ein Black Nana safe Webbo. Danke für Ihren Tipp. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Finanzamt. Kommt vorbei, Finanzamt. Kommt vorbei. Es muss doch klar sein, Digga, die meisten in der Shisha bearbeiten schwarz, ne? Es gibt so wenig oder auch Lieferanten, so die einfach ausliefern. Ich kenne zwar nicht viele, aber ich bekomme das halt mit, weil voll viele Kollegen auch. Oh, meine AirPods und alle. So. Halbfinale, Lukas. Ein Kollege von mir hat eine kurze Zeit da gearbeitet auf Schwarz. Behindert viel verdient man jetzt nicht in der Shisha-Bar, aber. €450. Ist jedem selbst überlassen, ne? Do I get points on the leaderboard from Finish Top 8?
Yes, Emil, you got. Is that your first time you play? Is that your first time you get points? If yes, I think you need more points than 10. You got 10 points, and tomorrow is the last cup. Tomorrow is the last cup, last chance to get points. So you can try if you want. We will do every 2 weeks a special cup with 1k prize pool. So tomorrow is the last chance for the 1k cup in 3 days, and then we start at Thursday for the next 1k cup every 2 weeks. Oh la la la. Soll ich mir mal einen Zopf machen, Alter? Ich habe so lange Haare, ich kann einfach schon einen Zopf machen. Achtet mal, wie ich aussehe, wie eine Ananas. Ein Wochenende 600 Euro. Finanzamt gefällt dein Lump. Ich sag ganz ehrlich, mit Finanzamt will man keinen Stress haben. Kopfschmerzen pur. Plus die ficken dich richtig. Deswegen immer alles clean machen bei mir. Thank you, Zeit. So, boah, ihr wisst gar nicht, wie ich Bock hab, diesen Kopf hier zu rauchen, ne? Sehr, sehr geil. Mein Vater war ein Richter, der über so Finanzgeschichten entschieden hat, unter anderem. Echt, ja? Krass. Dieses Thema Finanzen, Digga, wenn du dich selbstständig machen willst, ne? Wenn du dich selbstständig machen willst, jetzt in meinem Fall als Streamer und so. Wenn du da, ich wünschte, das wäre so ein Thema, was man so ein bisschen in der Schule haben könnte, ne? Damals. Klar kann man nicht alles, ist halt zu umfangreich, riesig, aber es ist so heftig, wenn du keine Ahnung hast und direkt neu anfängst so mit einem und erstmal so keinen Steuerberater hattest. Hier, den hier, du wirst direkt auf den Boden geschmissen, raufgetreten, alles. Man muss immer aufpassen, ja, bei sowas, wenn man sich selbstständig machen will. Am Anfang habe ich auch einen riesen Fehler gemacht. Aber eigentlich ist alles geklärt. Bundesrichter, bitte ab. Krass. Krass, ehrlich. Ich sag so, ich bin froh, wenn ich mit dem Finanzamt so wenig wie möglich zu tun habe. Einfach alles über. Edin, oh mein Gott! Was passiert hier? Hey, EA Sports! EA Sports!
Hast du einen Steuerberater? Ich habe einen. Ich habe einen Steuerberater, der alles für mich gemacht hat. Digga, wenn ich das alles alleine gemacht hätte, wäre ich jetzt schon K.O. Also das, was er gemacht hat, war heavy. Mein Bruder hat neu mit Twitch angefangen und kriegt jetzt schon Subs und so weiter. Muss er dabei beachten, wegen Steuern und so weiter. Hast du Tipps? Guck mal, sobald du, moin Diviner, sobald du irgendwo anders Geld verdienst, irgendwie durch Subs oder so, Stand jetzt, ihr könnt mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage, aber sobald du irgendwo was an Geld bekommst, musst du es anmelden. Heißt aber nicht, dass du dann direkt was versteuern musst, aber du musst es anmelden. Man hat so auf Twitch so einen Freibetrag, wenn du es overall, ich weiß halt nicht genau, wie viel das ist und so, aber egal, ob du nur ein Sub verdienst, du musst direkt anmelden. Das heißt, entweder hast du halt ein Kleingewerbe oder irgendwas anderes. Aber viele machen das halt nicht. Viele machen das nicht, viele Streamer. Und wenn dann irgendwann mal eine Überprüfung kommt, sind die am Arsch. Ich habe es halt auch noch rechtzeitig gemacht. Ja. Ich wusste es auch am Anfang nicht, dass ich ein Kleingewerbe machen muss. Aber hab's dann gemacht und alles läuft gut jetzt. Und ganz wichtig, mein Onkel, also mein Bruder war 20 Jahre Präsident des deutschen Steuerberater. Aus was in der Familie kommst du, Digga? Der eine Scheißgeld, der andere Scheißgeld. Bitte, bitte, gib mir das Geld, bitte! Was kostet der Monat? Das ist unterschiedlich, Digga. Unterschiedlich. Bei mir war ein anderer Fall, deswegen war das ein bisschen teurer, aber normalerweise keine Ahnung. Muss ich nochmal in Ruhe gucken, alles, ja. Im Jahr unter 8.862 Freibetrag bei Kleingewerbe oder nach Steuern. Ich glaube, so war das auch, ja. Ja, nee, schau gerade deinen Cup an. Geil. Geil. Er nee, muss auch mal irgendwann mitmachen. Der kann auch zocken. Du kannst mir dein Geld geben. Ey, ich bin ein armer Mann, Jungs. Ich hab nicht viel. Ich sag so, overall, ich bin sehr zufrieden, dass aktuell gut läuft, ja. Was hast du an deinem Auge? Meinst du das hier? Das ist Dings da, Pigment, heißt das Pigmentstörung oder so? Das ist gekommen, indem ich meine Ausbildung gemacht habe. Guck mal, ich habe meine Ausbildung im Hotel gemacht und musste mal um 3 Uhr morgens aufstehen, mal um 4 Uhr morgens, dann erst nachmittags. Und mein Schlaf war halt komplett behindert. Und dann habe ich halt diese komischen Flecke bekommen, übers Auge oder generell ums Auge herum. Das sieht man jetzt nicht so krass im Stream. Aber wenn man mich so persönlich Angesicht zu Angesicht sieht, dann sieht man das halt so, ne? Und das ist eine Sache, was ich gerne weghaben will. Ich war auch schon so beim Arzt, fragen, was man dagegen machen kann. Meinte er so, sieht nicht, kann man nichts gegen machen, weil das halt, ich habe halt einen dunklen Hauttyp und er meinte, sowas ist sehr, sehr schwer wegzubekommen. Muss man mit leben, was soll ich machen? Abu! Abu! Oh mein Gott! Was hat er gemacht? Abu!
Danke dir, Anil. Edi wieder im Cup dann. Also er, Edi hat, guck mal, ich mache jede 2 Wochen ein 1.000-Euro-Turnier. Und die besten 30 Leute von meinem Cup können sich dafür qualifizieren. Und 2 Plätze, also ich habe 1 Platz, also ich bin Platz 31 und Edi ist halt Platz 32. Er hat halt quasi jedes Mal die Möglichkeit, wenn er Bock hat, mitzumachen. Und am 14. ist das nächste Turnier. Stimmt, wo du gerade das sagst, ich muss ihn noch anschreiben. Ich muss Edi noch fragen, ob er Bock hat, mitzumachen, ja. Weil wenn Edi nicht mitmacht, kann ich einen Platz irgendwie verlosen oder verschenken. Wobei 2 Plätze, ich mache selber auch nicht mit, ich habe keinen Bock. Ich gebe meinen Platz auch weg, ja. Ich habe selber gar keinen Bock zu spielen. Nur Kopfschmerzen, diese ganzen Turniere, ehrlich. Den Platz nehme ich sehr gerne. Meinst du, Leon? Ich sag dir so, Leon, mein PayPal-Adresse hast du, schick mir den Honi, dann hast du den Platz. Should get a guest player of the finest like you had. Ja, für das Krieg, ja. Wer ist Sponsor? Bei dem Cup keiner, die Leute selber. Aber normalerweise, wenn ich so einen 1.000-Euro-Cup mache, Rush. Mit Abubetan, boah, scheiße. Wer ist im anderen Halbfinale? Gute Frage. Warte. Sage ich dir sofort. Warte mal jetzt hier, R9! In anderem Halbfinale ist Hachi gegen Simon. Jasmine, we got the scream from the other semifinal. Aha, thank you. Heftig, dass das auch dahin. Warum auf Vibe geht, Digga? Warte mal jetzt hier, die normalen Cups jetzt, die Bayern Cups, zahlt jeder Teilnehmer eine Teilnahmegebühr und am Ende bekommen die ersten 3 halt Geld. Und bei den 1000 Euro Cups wird das gesponsert von der Turnierplattformseite, mit der ich zusammenarbeite, also Rush. Ich selber hab doch kein Geld drin, das ist doch Minusgeschäft für mich, Digga. Niemals. Bin doch nicht reich. Letzte Chance für Eldos. Letzte Chance für Eldos. Das war's, oder? Elberknein. Eldos. Andere Halbfinale fertig, okay. Oh, Eldos hält. Teilnahmegebühr 6 Euro, Digga. Schafft Eldos das? Oder schafft er das nicht? Edin! Clean. Eldos ist im Finale. Das ist doch geil, Mann.
Finale ist Haji gegen Eldos.